herzlich willkommen zur 24. Ausgabe des wohlerfahrenen Speismeisters. Heute freiwillig aufgesprungener Granatapfel des christlichen Samaritans. Die Autorin ist Eleonora Maria Rosalia, Prinzessin von Liechtenstein im Jahr 1695. Das Buch gilt als das Standardwerk der Volksmedizin des 18. Jahrhunderts. Warum es auch für mich interessant ist, sehen wir im Verlauf dieses Videos. Das Buch ist im Wesentlichen in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil werden verschiedene Rezepte für Arzneien gezeigt. Wasser, Essige, Salben, Pulver, Präparate, Lösungen, alles, was die Apotheke hergab. Ein Blick ins Detail zeigt, dass es sich bei den Medikamenten vor allem um Naturheilkundemittel handelt, die primär aus pflanzlichen Bestandteilen hergestellt werden. Eine an der Universität Würzburg verfasste Dissertation zeigt, dass rund ein Drittel der im Buch genutzten Methoden auch heute noch in der Naturheilkunde Anwendung finden. Im zweiten Teil werden Krankheiten beschrieben und welche Arzneien für die Heilung benutzt werden sollen. Augenleiden, Verbrennungen, Fieber, aber auch gegen die Pest, die in der Mitte des 17. Jahrhunderts wieder in Europa ausbrach, gab es Medikamente. Damit man sich im Buch nicht verliert, waren zwei Register angehängt. Eines nach den Krankheiten sortiert und eines nach den Arzneien. Interessant für Kochbuchsammler wird der Granatapfel am Ende. Seit der dritten Auflage aus dem Jahre 1699 ist ein Kochbuch angebunden. Das Besondere dabei sieht man in der Vorrede. Die Rezepte wurden ausgewählt, um besonders hilfreich bei der Genesung von Kranken zu sein. Auch hier ist ein alphabetisches Register angehängt. Zum einen sortiert nach den Rezepten und zum anderen nach den Krankheiten. Die Rezepte sind im Wesentlichen ein kurzer Abriss der österreichischen Küche, enthalten aber viel Schonkost wie Suppen und Breie oder leichte Fisch- und Geflügelgerichte. Zum Abschluss möchte ich bei der fünften Ausgabe des Granatapfels zeigen, wie man ein Buch aufschlägt. Nicht erschrecken? Viel Spaß beim Lesen wünscht der wohlerfahrene Speismeister.